So, da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge von Risen to Dark Waters. Ach, hätte ich jetzt doch suchen wir meine den Mutter guten gehört. Biddle mal. Davor so würde ich noch gerne ein kleines rein Nickerchen geht, machen. So geht es auch raus. Mal Dieu. Bis zum nächsten Morgen pennen. Was habt ihr vor? Oh, nix. Wir wollen nur ein bisschen unsere Energie auffüllen, hä? Benimm dich hier. Ja, bis ich hier, mein französischer Freund. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. So, besuchen wir den alten Sack hier oben noch? Oder aber gehen wir zum Bild? Ja, wir besuchen ihn nochmal. So. Da kommt der nächste Esel in meine Stadt. Wie bitte? Willkommen. Ich nehme an, du hast dich schon eingelebt. Sei besser vorsichtig. Ich traue dem Kerl nicht. Sehr schön. Wenn ich mich wieder beruhigt habe, können wir gleich über deine Kapitänstaufe reden. Jetzt, nachdem Stahlbart uns verlassen hat, wird es recht leer hier im Haus der Kapitäne. Du weißt, dass Stahlbart tot ist. Ja. Ein großer Verlust. Nun, leider nicht zu ändern. Du hast das Erbe von Stahlbart angetreten. Also wirst du auch seine Pflichten übernehmen. Deine Kapitänstaufe muss erst einmal gehörig gefeiert werden. Ja, ist mir eine Ehre. In der Tat, das ist es. Du bist einer der letzten Piratenkapitäne der Südsee, mein Junge. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Also... vollziehe mit mir das Aufnahmeritual deiner geistigen Väter. Aus einst zu glorreichen und besseren Tagen. Muss ich jetzt was vorsingen? Eine Schande ist das. Du dämlicher Ochse hast keine Ahnung von unseren Traditionen, oder? Naja. Ach, vergiss es einfach. Ich werde mich wohl an die Gepflogenheiten der neuen Generationen gewöhnen müssen. Ich hab deinen Streit mit Slane mitbekommen. Ja, Slane ist dein Hundesohn. Der wird's auch noch lernen. Und wenn er hier die nächsten Jahre versauert. Slane interessiert mich nicht. Ich will nur sein Artefakt. Ja, möchte wetten, dass das so ist. Manchmal ist eine ganze Armee nicht genug, um das Böse zu bekämpfen. Vor allem dann nicht... wenn man nicht weiß, wo sich das Böse verbirgt. Du redest vom Blutopferdolch. Slane ahnt nicht im Entferntesten, welche Macht er in seinen Händen hält. Der Blutopferdolch ist eine gefährliche Waffe, die in den falschen Händen Verheerendes anrichten kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihm die Augen zu öffnen, wenn es nicht schon zu spät ist. Ich will Mara bekämpfen. Das ehrt dich. Viel interessanter ist allerdings, wie du gegen sie kämpfen willst. Mit dem Blutopferdolch. So? Und du glaubst, das ist schon alles? Wenn du nur mit dem Dolch Mara die Stirn bietest, wird sie ihn dir in den Rachen schieben. Was schlägst du vor? Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Jetzt ist es an dir, unsere Fehler zu korrigieren. Was habt ihr damals bloß verbrochen? Ich selbst war es, der Stahlbart zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Dumm gelaufen. Auf jeden Fall hatte jemand was dagegen, dass sie den Tempel plündern. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Ja. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Hüte dich davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarts. Lass mich mit Slane auf die Jagd gehen. Ha!
Ihr beiden seid Kindsköpfe. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Auf der Suche nach Erkenntnis. Komm schon, störrischer alter Kauz. Nein. Solange Slane seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten und in meinem Hafen bleiben. Was, wenn er den Dolch wirklich nicht hier hat? Jetzt fängst du auch schon an. Haltet ihr mich eigentlich alle für bescheuert? Ja. Natürlich hat er den Dolch. Und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja... Mach, was du willst. Slane soll sich an den Deal halten. Und das ist mein letztes Wort. Gut. Wie schon zu erwarten war, war das jetzt nicht gerade der Weisheitsletzter Schluss. Suchen wir jetzt einfach mal diesen komischen Bildtypen. Die Schiffsausrüstung. Tja, keine Ahnung. Wir werden uns schon irgendwo... Irgendwo werden wir schon weiterkommen. So, was haben wir denn hier Feines? Ist das eine Kaninchenfalle hier? Ach. Ein Schafott. Oh, die Kiste ist ja mal richtig gut verschlossen. Oh, hier ist ein kleines Äffchen. Hallo Äffchen. Ja, bist du süß. Nee, diesmal lassen wir das Äffchen mal leben. Wo sind wir hier? Where the fuck? Oh, da ist eine Gaganuss. Oh, ein Amulett. Lass uns mal gucken, was das für ein Amulett war. Ein Hexenamulett, boah. Aber er war gerade eine Hexe beklaut. Das halte ich für nicht schlau. Das war dumm von uns. Was haben wir hier Feines? Das da oben wird wahrscheinlich Bill sein. So, die Sachen hier noch eingesteckt und dann auf hier oben zu dem Bill. Hey, Moment mal. Das ist hier wohl der Aufpasser. Du siehst nicht nach einem Kistenträger aus. Das Hinterland von Antigua ist gefährlich. Also pass auf, wo du hingehst. Ich komm dich nicht retten. Okay. Glaub ich nicht. Du siehst ziemlich hilfsbereit aus. Zugegeben, wenn dich eine Horde Viecher verfolgt, würde ich dir wahrscheinlich helfen. Aber nur, um sie daran zu hindern, sich in unserer Stadt breit zu machen. Wenn du einen Spaziergang machen willst, geh lieber über den Blutschwurplatz. Dafür bin ich nicht gut genug. Verdammt. Kennst du dich auf Antigua aus? Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Aber es wird zunehmend gefährlicher. In letzter Zeit kommen immer mehr Monster an Land, die jeden angreifen, der ihnen im Weg steht. Der Kerl meint Maras Viehzeug. Ich muss höllisch aufpassen, dass nicht mal eins in die Stadt kommt. Früher gab es wesentlich entspanntere Zeiten. Erzähl mir was über das Hinterland. Etwas weiter hier, geradeaus, gibt es eine Quelle, an der die Wasserträger arbeiten. Am Oststrand fischen die Fischer. Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen und Viecher. Cool. Da können wir uns doch schon mal sehr freuen. Zeigen, wie man kämpft. Sicher, wenn du Gold hast. Sicher habe ich Gold. Zeig mir, wie man kämpft. Was willst du wissen?
Bring mir die Konterparade bei. Normale Paraden blocken zwar Schläge deines Gegners, aber sie geben dir nicht die Initiative. Also halte deine Klinge nicht einfach in den Hieb des Gegners, sondern schlage ihm stattdessen seine Waffe zur Seite. Wenn du den richtigen Zeitpunkt erwischst, kannst du selbst Angriffsserien deiner Gegner unterbrechen. Wie geht die Konterattacke? Aber wirklich gute Kämpfer begnügen sich nicht damit, die Attacke des Gegners zu unterbrechen. Sie gehen direkt zum Angriff über. Also schlage die Klinge deines Gegners zur Seite und setze direkt nach. Lass deine Klinge so abgleiten, dass du deinen Gegner triffst. Ich glaube, das werden wir nochmal neu laden. All dieweil, ich denke, wir müssen die ersten nicht ausgeben. Die ersten 1000. Wir lernen gleich die Konterattacke. Das sollte reichen. Dann sparen wir nämlich 1000 Gold. Und 1000 Gold kann ich nicht einfach so rausthrown. Ja, müssen wir noch mal ganz kurz mit ihm sprechen. Das werde ich dann alles ein bisschen skippen. Moment mal. Du siehst nicht. La 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 la. So. La la la. Versteh. Ist dir nie langweilig? Nein. Irgendwas gibt's hier im Wann. Auf Kaperfahrt gehen? Warum? Auf Antigua kriegst du, was du willst. Und zur Zeit hab ich... Gut, er soll mir jetzt nochmal zeigen, wie man kämpft. Zeig. Was? So, Konterattacke. So gut bin ich auch nicht. Ach, fuck. Bring mir die... Muss doch beide lernen. Lass deine... Ich will ein gut... Deine... Wenn du... So. Gucken wir mal auf unser Charakter. Wir haben jetzt nur noch 600 Gold, 4000 Runen. Damit können wir Klingen wieder einmal steigern. Das ist ja auch ganz gut schon. Ja, gucken wir mal. Talente, Hieb- und Stichwaffen. 55 Stichwaffen. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal los hier. Tach. So, den Affen. Ein Affen waren jetzt nicht so stark. Hier gibt es wieder so viel zu entdecken, Schönes. Oh, das wird herrlich. Oh, hier haben wir schon den ersten auf die Karte. Da müssen wir auch nochmal hin. Hier ist Miles. Hey ho, Pirat! Hast du eine Buddel voll rum für den guten Miles? Ich brauche Wasserfässer. Entschuldige, Kumpel. Ich kann ja kein Wasser geben. Versoffenes Schwein. Aber, nicht so unfreundlich. Na. Ich kann auch nichts dafür. Solange Butch uns auf den Nerven geht, wird sich kein Wasserträger vom Platz rühren. Aber Wasser wird sowieso total überschätzt. Geh lieber zu Spendscheine, Taverne. Da kriegst du was Gutes. Okay, Wie bringe ich euch dazu, trotzdem Wasser zu liefern? Mir ist egal, ob und wohin das Wasser geht. Hier hat nur keiner Lust, was aufs Maul zu kriegen. Und spaschle mich auf wie ein Luchs, verstehst du? Ist er so hart? Geh doch mal hin. Dann weißt du, was ich meine. Wir haben uns den Butch mal schnappen, wa? Ja, du siehst aus wie Butch. Was ist? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich anzuquatschen? Dafür bin ich nicht gut genug. Kein Grund, aggressiv zu werden. Ich bin nicht aggressiv. Nein! Was willst du? Ich bin noch nicht gut genug. Mann! Ich brauche Wasserfässer. Es gibt nichts, bis der Admiral was anderes sagt. Auch nicht für dich.
Kapitän. Arroganter Mistkerl. Wie sieht's weiter im Inland aus? Weiß ich nicht. War nie da. Was macht ihr hier eigentlich den ganzen Tag? Wonach sieht's denn aus? Ich passe auf, dass die Pfeifen da vorne vernünftig arbeiten. Du scheinst deinen Job ja sehr ernst zu nehmen. Ja, das tue ich auch. Ich sorge nämlich dafür, dass die Jungs nichts machen, was dem Admiral nicht gefällt. Mach doch mal was Interessantes. Wie ein richtiger Pirat. Und was soll das deiner Meinung nach sein? Fechten lernen und durch Duelle dein Ansehen steigern. Wozu sollte ich fechten lernen, wenn ich meine Faust habe? Gegen mich tritt ja jetzt schon keiner mehr an. Kapitän werden und dein eigenes Schiff befehligen. Ich habe kein Interesse an Schiffen. Die gehen ja doch früher oder später unter. Ein Papagei dressieren und eine Zirkusnummer. Ich kann keine Papageien leiden. Mann, ist der Typ. Nur auf die Schulter. Dir ein Holzbein besorgen und zu tun, als wärst du Veteran. Ich kann auch einfach hier weiter in der Sonne faulenzen. Tja, hier kommen wir irgendwie nicht weiter mit dem guten Butch. Vielleicht helfen uns ja hier seine Wasserträgerfreunde. Nicht wirklich. Tja, müssen wir uns was einfallen lassen mit dem Butchi. Mit dem guten Butchi. Wir brauchen ja das Wasser. Das ist ja das Problem. Ist ein Herzchen, unser Butchi, wa? Wie bekomme ich Butch aus dem Weg? Weiß nicht. Schon mal mit Gold versucht? Ich kenne keinen Pirat, der nicht auf Schätze abfährt. Vielleicht kannst du ihn aber auch in die kleine Höhle oben im Osten locken. Kleine Höhle oben im Osten. Die müsste ja denn hier wohl irgendwo sein, wa? So wie von einem Maki-Bäre. Hey Butch, du alter Hundesohn. Mach doch mal was Interessantes. Wie ein richtiger Pirat. Und was soll das deiner Meinung nach sein? Ich hörte von einer Schatzhöhle, die hier irgendwo sein soll. Und wie sollte ich den Schatz finden? Ohne Karte? Die Schatzhöhle soll hier ganz in der Nähe sein. Ja, klar. Du willst mich doch verarschen. Zum Quatsch. Na gut, wenn du kein Interesse hast. Moment. Warte mal. Okay. Sag mir, wo der Schatz genau sein soll. In der kleinen Höhle auf dem Berg gegenüber der Wasserstelle. Ach, wirklich? Ja, ziemlich weit hinten, im Morast vergraben. Gut, ich werde mir das mal ansehen. Ja, mach das. Nix da, du kommst mit. Und wehe, du hast mir Scheiße erzählt. Ja, ja, lauf du schon mal vor. Los, beweg dich. Ja, wir müssen wohl mitgehen. Aber die Maki-Beere brauche ich noch. Worauf wartest du? Bin ja schon da. Ey, hör mal, das war vielleicht ein kleines Missverständnis. Vielleicht hast du mich nicht ganz verstanden. Mir nach. Ja, komm ja. Ich muss hier nur alles einsammeln. So. Jetzt geht's nur noch uns beide. Gib es zu. Du hast mich reingelegt, oder? Du bist ein schlaues Kerlchen.
Na warte, das wirst du bereuen. Zeig's ihm. Ah. Oh. Mach schon. Oh. Ja. Ah. Ah. Worauf wartest du? Ich versuche jetzt hier gerade das mit der Konterattacke los zu lernen. Doch. Komm zur Sache. Oh. Gut so. Ja. Du schaffst es. Hutschi, Hutschi macht er gar nicht mehr. Das war nicht gut. Ach, das war nicht gut, ja? Diese doofe kleine Patty. Ich wollte eigentlich nur mal testen, wie das mit dieser Konterattacke hinhaut. Worauf wartest du? Bin ja da. Ganz ruhig, mein brauner Freund. So, jetzt geht's nur... Ich bin noch nicht... Worauf wartest du? Ah. Los doch! Ja. Oh. Ja. Komm zur Sache! Ah. Zeig's ihm! Versuch's ja! Worauf wartest du? Oh. Gut so! Los! So richtig hinhauen tut's aber noch nicht. Zur Sache, das war nicht gut. Ach, sag bloß. Ja, das haut irgendwie alles nicht so hin, so mit dem schönen Content, wie wir das gelernt haben. Ja. Sind wir jetzt abgeschmiert? Okay, da geht's weiter. Mir nach. So, diesmal komm. Speichern wir mal beim Oleander. So, zack. Müssen wir nicht mehr so weit laufen. So. Bla bla bla, schlaues Klöpfchen. Mach schon! Los doch! Komm zur Sache! Worauf wartest du? Zeig's ihm! Das war nicht gut. Mann! Scheiß Kontern, das haut ja gar nicht hin. Scheiß doch die Wand an, ey. Bla 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 bla. Worauf wartest du? Komm zur Sache! Mach schon! Komm zur Sache! Worauf wartest du? Gib doch die Fresse, Junge! Komm zur Sache! Zeig's ihm! Worauf wartest du? Komm zur Sache! Los doch! Worauf wartest du? Los doch! So, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall besiegt. Können den Poco-Pitz noch einsammeln? Können wir ihn nicht umbringen? Hör mal. Boah, hab ich einen Brummschädel. Mann, ich verschwinde jetzt erstmal in die Taverne. Ich brauch was zu saufen. Klingt gut. So, hier ist noch eine fette Truhe, die werden wir natürlich gleich noch mitnehmen.
So, zack, Schloss geknackt. Schrot und eine Fackel und ein bisschen Gold. Naja. Naja. Auf jeden Fall gehen wir zu den Wasserträgern und geben noch die Quest ab. Hier runter mussten wir, ne? Jo, da sind sie. Hui! Gleich den Goldklee noch mit. So. So, Miles. Was haben wir hier? Rohes Fleisch. Cool. Das rohe Fleisch. So. Bringt mir die Wasserfässer zum Hafen, Kai. Butch ist kein Problem mehr für euch. Gut, gut. Wir werden das Wasser liefern. Gut, auch das haben wir erledigt. Ja, und wie es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Macht's gut, meine Freunde. Das war ja auch mal wieder ein etwas längerer Part.